Herzlich willkommen bei Börsesessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben gute Anlageentscheidungen getroffen. Die Börse ist ja besser gelaufen im Mai als gedacht und ich sehe schon meine Kollegen, Portfolio-Manager, Fondsmanager, aber auch private Anleger fragen sich, Mensch, geht bergauf, bergauf seit Halloween 2023. Geht es denn jetzt weiter bergauf? Kann es überhaupt noch weiter bergauf gehen? Oder muss man mit einem Crash rechnen? Ich möchte mal die Frage umformulieren, sondern sagen, wann kommt der Crash? Denn das ist ziemlich sicher. Oder vielleicht auch eine Korrektur. Ja, so möchte ich die Formulierung machen. Und wir werden nach dem Intro uns erstmal angucken, wie ist denn der Preis von Aktien überhaupt? Das heißt, sind Aktien jetzt sehr teuer geworden? Muss man deswegen Angst haben? Oder gibt es andere Indikatoren? Und das schauen wir uns am Schluss des Videos an. Bleiben Sie dran, wenn wir uns den Chart genau angucken und noch so ein paar ganz wichtige Indizes wie den Angst- und Gier-Index und andere, um zu sehen, abzuschätzen, wann kommt der Crash. Alles gleich nach dem Intro. Schauen, wie teuer sind denn Aktien geworden, schauen wir uns verschiedene Märkte an und nehmen da die Methode, die auch Warren Buffett anwendet, die er von seinem Ziehvater Benjamin Graham kennt. Und auch ich habe das Buch gelesen und nehme diese Methode, sie ist sehr, sehr gut, um zu bewerten, wie teuer Aktien sind. Und da schauen wir uns mal den MSCI World an, also die Welt, sage ich mal, in diesem Index. Dann sehen wir, dass die erste wichtige Kennzahl, die wir brauchen wollen, wie ist der Zins weltweit? Da sind wir bei 3,57%. Das ist eine Mischung von globalen Anleihen, also Staatsanleihen mit 10 Jahre Laufzeit. Das ist hier so das Maß, das man nimmt, wenn man mit Aktien vergleicht. Da sind wir beim sicheren Zins bei 3,57% und die Inflation ähnlich hoch bei 3,5%. Jetzt fragen Sie sich natürlich, es gibt doch Länder, die haben über 200% Inflationsrate. Warum? Weil das nach Markt sozusagen Größe, Marktkapitalisierung oder Bruttoinlandsprodukt geht. Und da ist halt USA und Europa und so weiter, also die Industrienationen gehen hier viel, viel mehr ein. Und deswegen haben wir hier eine Inflation weltweit von 3,5%. Ja, dann ist die Frage, wie kann man denn mehr erreichen? Wie kann ich denn sehen, wie mein Geld wächst? Und der nächste Punkt, den man sich da anguckt, sind Unternehmensanleihen. Hier haben wir auch wieder Schwergewichte, Industrienationen um die 6%. Wenn ich also mein Geld nicht dem Staat ganz sicher leihe, sondern einem Unternehmen und höhere Ausfallrisiken in Kauf nehme, dann bekomme ich 6%. Das ist schon mehr als Inflation. Das sieht ganz gut aus. Schauen wir dann weiter, was bringen denn Aktien? Und hier nimmt man das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ich drehe es gern rum und nehme es in Prozent, damit ich es besser vergleichen kann mit den Zinssätzen. Die Aktienrendite, die liegt bei 5,43%. Das heißt, sie ist unter dem Zins, den ich von Unternehmen bekomme. Und deswegen ist die Aktie weltweit jetzt eher uninteressant, außer ich glaube natürlich ans große Wachstum, dann sieht es anders aus. Aber vom Kurs-Gewinn-Verhältnis, von den Bewertungen her, sind Aktien im Moment zu teuer und man nimmt lieber eine Unternehmensanleihe oder eine Mischung aus Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, dann kriege ich ja auch die 5,43% hin. Schaue ich mir die ROE, also Return on Equity an, also die Eigenkapitalrendite, dann ist es bei 15,6%. Eine wichtige Kennzahl, wenn ich eben gucken möchte, wie gesund stehen Unternehmen da, können die ihre Zinsen bezahlen. Und solange der Abstand zwischen den Unternehmensanleihen und der Eigenkapitalrendite so groß ist, muss man jetzt nicht befürchten, dass viele Unternehmen ausfallen, zumindest nicht die großen, die in den Indizes drin sind. Man muss ja sagen, bei diesen Werten habe ich ja den MSCI World hergenommen und der ist natürlich sehr stark amerikanisch geprägt, das heißt, hier ist ungefähr 70% S&P 500 drin und die großen sind viel stärker gewichtet und deswegen haben wir hier dieses Bild natürlich. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sich die Indizes anguckt, wie die dann gebildet werden. Genau, und die kleinen Unternehmen, die haben hier nicht so viel Gewicht, da gibt es dann sicher eher mal Probleme mit hohen Zinsen, aber die Zinsen sind ja im Moment nicht mehr so das Problem, die sind da runtergekommen. Außer die Unternehmensanleihen, die sind gestiegen zum letzten Monat. Nicht viel, aber immerhin 0,3 von 5,7.
Das ist dann schon ein Schritt, fast 10%, nicht ganz, aber das ist dann schon ein ordentlicher Schritt. Also wir können sagen, wenn wir die Welt betrachten, sehr stark von den Industrienationen natürlich geprägt, dann muss man sagen, Aktien sind teuer, ganz klar. Und dann muss man wirklich im Einzelfall gucken, welche Märkte sind denn nicht teuer. Denn hier ganz klar spielen die Großen eine große Rolle. Das heißt, die großen amerikanischen Aktiengesellschaften haben hier mehr Gewicht. Und das heißt, die sind auf jeden Fall zu teuer. Schauen wir uns auch gleich mal USA an. Swippen wir mal rüber. Dann sehen wir in den USA eine 10-jährige US-Staatsanleihe 4,53%. Da hat sich nicht viel getan zum letzten Monat. Also ein bisschen runtergekommen, ein paar Zehntel oder Hundertstel Prozent, also jetzt wirklich nicht viel getan. Die Inflation ist um ein Zehntel gesunken, von 3,5 auf 3,4. Das war ganz wichtig. Hier waren die großen Ängste am Markt, dass die Inflation nicht runterkommt. Und gerade in den USA kommt sie nicht so deutlich runter, wie man möchte. Das macht Sorgen, das macht vielen Anlegern Sorgen, das macht auch den Notenbanken Sorgen. Die sollte ja bei 2% sein, das ist so das Ziel, warum auch immer. Da sind wir in Europa etwas näher und das hat sich ja so vor ein, zwei Monaten erst geändert. Da war ja USA, gerade auf Ende des Jahres 2023, sind ja die Inflation von USA schlagartig nach unten, Schritt für Schritt, jeden Monat weiter runter. Und man dachte schon, man hat dann gleich die 2% Zielmarke erreicht. Aber die Inflation ist wieder hochgekommen und sinkt nicht so richtig, wie man das haben möchte. Das ist eine Sorge, die der Aktienmarkt oder die Kapitalanleger, die Großen wie die Kleinen, die Professionellen wie die Privaten, die Amateure, haben hier die gleiche Sorge. Die Inflation in den USA kommt nicht so richtig runter und man befürchtet, dass sie wieder steigen wird. Dann haben wir in den USA Unternehmensanleihen ebenfalls 6%. Das ist gestiegen, das war auch deutlich niedriger. Das ist eine Zahl, die sich doch deutlicher verändert hat als die meisten anderen Werte. Und dann haben wir eine Aktienrendite von 4,75%. Das heißt, die amerikanischen Aktien, wie schon erwähnt, sind einfach extrem teuer. Und besonders die großen, die sind sehr, sehr teuer. Hohe KGVs. Hier ist viel Erwartung in Wachstum drin, aber im Moment nicht so viel Substanz. Die Kurse sind eigentlich zu hoch. Was sehr schön ist, die Eigenkapitalrendite noch höher bei 19%. Das heißt, die Zinsen, sollten sie auch noch ein bisschen steigen, machen den Unternehmen, den meisten und den Großen keine Probleme. Wenn das nah zusammenkommt, dann muss man befürchten, dass man sehr viele Ausfälle hat, dass Unternehmen pleite gehen und die Zinsen nicht mehr zahlen können. Das sind wir nicht, das sind wir weit, weit entfernt. Das sieht sehr gut aus. Aber der Aktienmarkt in den USA ist sehr, sehr teuer. Besonders je größer das Unternehmen, desto teurer. Und wenn ich kaufen will und günstige Aktien kaufen will, dann muss ich hier schon woanders hingucken, andere Märkte oder innerhalb des Marktes wirklich Selektion betreiben. Denn im S&P 500 gibt es 500 Aktien. Die 5 oder 7 großen machen hier 30-40% der Rendite oder der ganzen Bewertung aus. Es gibt aber sicher Unternehmen, die unterbewertet sind, die interessant bewertet sind. Aber der Gesamtmarkt ist zu teuer. Muss man ganz klar sagen, das sind die Unternehmensanleihen deutlich interessanter. Schauen wir nach Europa, dann sieht das Bild etwas anders aus. Hier haben wir risikofreie Zinsen, also von Government Bonds, also Staatsanleihen, 10 Jahre, 3,19%. Die Inflation ist bei 2,4%. Das heißt, wir sind in Europa deutlich näher am Ziel, diese 2%. Sie fragen sich natürlich, wie ich auch, ja 2, 4, was ist da der große Unterschied? Die Zahlen sind ja sowieso relativ ungenau und es ist ja so ein Warenkorb. Was macht man da rum? Aber die Anleger legen hier wirklich aufs Zehntel genau, sage ich mal, einen Wert drauf, dass es sinkt und dass es bei 2 ist. Sonst befürchten die Anleger einfach, dass es nach oben geht, weil auch die anderen Zahlen, das ist ja die Kombination aus allem, was es ausmacht, ob ein Aktienmarkt steigt oder fällt. Die Unternehmensanleihen bei uns deutlich günstiger, 4,15%. Und dann haben wir die Aktienrendite, die aber deutlich besser ist, bei 7,45%. Hier ist der Stoxx Europe 600, also die 600 größten Aktiengesellschaften in Europa.
Da sind wir deutlich besser und günstiger als die Amerikaner. Hier kann man sagen, in Europa, super Kurs-Gewinn-Verhältnis. Da ist auf jeden Fall die Aktie interessanter als die Anleihe, also die Unternehmensanleihe oder auch die Staatsanleihe. Und mit 13,9 Eigenkapitalrendite kann man auch klar sagen, dass auch die europäischen Unternehmen keine Probleme haben, den Zins zu zahlen. Also hier ist noch weit entfernt, irgendwie Angst haben zu müssen, dass es viele Unternehmen kosten wird, weil die Zinsen zu hoch sind. Also das sieht sehr gut aus. In Europa ist ganz klar viel Aktien freundlicher die Gesamtlage als in den USA. Dann schauen wir uns Asien an. Auch hier sieht es gut aus. Zins 2,3%. Ich habe leider keine so eine Asien-Anleihe gefunden, wie wir das in Europa haben. Deswegen habe ich hier den größten Markt, also China, genommen mit 2,3%. Genauso bei der Inflation. 0,3 ist China. Wir haben in Asien natürlich ganz andere Werte noch, aber China macht einfach das meiste aus. Und selbst wenn man dann noch ein paar Volkswirtschaften dazu macht, kommt man hier auf ähnliche Werte. Unternehmensanleihen 4,6%. Auch hier war es ein bisschen schwierig, jetzt so einen Asien-Mix zu finden. Aber das spielt nicht ganz so die Rolle. So ungefähr sind die Zahlen ganz gut zur Orientierung. Interessant, und hier stimmen die Zahlen ganz genau: 7,22% Aktienrendite in Asien. Natürlich China ein großes Gewicht, großer Teil durch die hohen Marktkapitalisierung, aber auch andere Länder sind hier mit drin. Sehr, sehr interessant. Die Eigenkapitalrendite ist nicht so stark wie in USA und Europa bei 11,26%, aber mehr als doppelt so hoch wie der Finanzierungszins. Insofern ist hier auch nicht zu befürchten, dass Unternehmen jetzt reihenweise, also im großen Stil, pleite gehen. Also da ist alles in Ordnung, und Asien, ganz klar, ist die Aktie interessant und nicht die Anleihe und die Staatsanleihe. Jetzt schauen wir uns natürlich auch Deutschland an. Wie teuer ist denn Deutschland? Wir haben in Deutschland 10-jährige Staatsanleihen, also Bundesschatzbriefe, mit 4,64%. Dann haben wir eine Inflation genauso wie in Europa mit 2,4%. Die ist jetzt wieder ein bisschen gestiegen, von 2,2 auf 2,4. Das ist jetzt bei uns nicht ganz so tragisch, weil die Inflation und der risikofreie Zins sowieso so nah immer beieinander liegen, schon seit langer Zeit, dass ich mit dem sicheren Zins einer Staatsanleihe die Inflation sowieso nicht schlagen kann. Deswegen ist jetzt hier das nicht so das Thema, auch weil wir natürlich deutlich näher an der 2 sind. Da schiekelt man dann natürlich nicht so hin wie jetzt bei einer amerikanischen Staatsanleihe und bei der amerikanischen Inflationsrate. Auch hier die Unternehmensanleihen 4,15%. Und am interessantesten natürlich die Aktienrendite 7,86%. Das ist super interessant, wie Europa auch, wie Asien auch. Und auch die Eigenkapitalrendite mit 11,9, fast 12, sagt uns: kein Problem mit Finanzierung. Die Unternehmen stehen gut da. Im DAX, hier ist natürlich DAX das Fundament der Zahlen oder die Grundlage. Also wir sehen auch, in Deutschland ist es so, dass die Aktien übergewichtet sein sollten. Deutsche Aktien sind sehr interessant, auch wenn man ständig Tausende von Videos und Berichte und Diskussionen sieht, dass Deutschland den Bach runtergeht. Mag sein, aber jetzt im Moment ist es nicht so. Und ich glaube auch noch nicht so dran, denn es kann sich immer noch viel, viel verändern. Und im Moment sehen die Aktiengesellschaften sehr gut aus. Eine Gewinnsteigerung nach der anderen. Wunderbar. Also 7,86%. Und da ist Asien, Europa wirklich interessante Märkte zum Investieren. USA einfach teuer. Also wenn man schon hat, wird man es jetzt sicher nicht deswegen verkaufen. Aber wenn man jetzt neu anlegt, wird man sich schon überlegen, ob man USA so hoch gewichtet, wie es jetzt im MSCI World der Fall ist, mit 60, 70%, oder ob es da nicht eine Angleichung gibt. Ja, und dann haben wir natürlich ganz interessant, was ja schon seit Jahren hinkt, dass die kleinen Aktiengesellschaften nicht so performen wie die großen. Auch da ist noch ein Gap, da ist noch Investitions, sage ich mal, Nachholbedarf. Die kleinen Aktiengesellschaften haben natürlich denselben sicheren Zins, 2,64%, auch die gleiche Inflation, 2,4%, und auch die gleichen Zinsen bei Unternehmensanleihen mit 4,15%. Aber die Aktienrendite, obwohl die Kurse jetzt schon in den letzten 3 Wochen jetzt schon wirklich stärker anziehen als bei den großen Indizes, haben wir immer noch viel attraktivere
Kursgewinnverhältnisse, also Gewinnsituation bei den Small Caps als bei den Large Caps mit 8,93%. Also das interessanteste KGV bei den Small Caps in Deutschland. Und da sind auch ganz, ganz tolle Unternehmen dabei, die super gut dastehen. Ich habe ja ein Zertifikat, wo ich sehr viele Aktien drin habe. Und zwar von kleinen oder ganz, ganz kleinen Unternehmen. Und da sind auch deutsche Unternehmen dabei, die wirklich spannende Stories haben, spannende Geschäftsmodelle, sehr zukunftsorientiert und die auch viel Wachstum vor sich haben. Und da gibt es wirklich Perlen darunter und auch der Gesamtindex, hier ist es der SDAX, ist sehr, sehr interessant zum Investieren. ROE, Eigenkapitalrendite am niedrigsten mit 9,2%, aber trotzdem mehr als doppelt so hoch wie der Finanzierungszins. Insofern stehen hier die kleinen Aktiengesellschaften auch sehr gut da. Also zusammenfassend können wir sagen, USA sehr, sehr teuer. Und das ist auch der Teil vom Weltweitindex, der einfach zu teuer ist. Und das sind besonders die großen. Und dann haben wir natürlich Europa sehr, sehr interessant, Deutschland, Asien und besonders interessant die kleinen in Deutschland, auch die kleinen in Europa, muss man sagen. Also hier gibt es Perlen zu finden. Und insofern kann man sagen, dass Aktien jetzt nicht unbedingt crashen müssen. Vielleicht USA. USA sehe ich eher gerade die Großen, dass hier mal ein Crash nötig ist oder beziehungsweise gefährlich ist, dass es runtergehen kann. Und wir wollen jetzt anhand weiterer Indizes gucken, wann kommt der Crash. Schauen wir uns dazu einfach erstmal den Chart an. Ich habe ihn hier, Sie wissen ja, wenn Sie mich kennen, ich mag die Stocks-Indizes. Stocks Global 1800, ein Jahr 20%, Stocks America 600, der ist in dem 1800 enthalten, 24%, Stocks Europe 600, auch der ist in dem oberen Stocks Global 1800 enthalten, 11%, und der Stocks Asia 600, 8,47% auf ein Jahr, also das sind ganz ordentliche Rendite. Amerika führt hier ganz stark, Europa und dann Asien. So, und was wir hier noch sehen, ist die 200-Tage-Linie, und zwar vom Stocks Europe, vom Stocks Global 1800. Hier ist immer noch ein großer Abstand. Das sieht gut aus, aber wir gehen jetzt mal klein auf 3 Monate. Da sehen wir der März, April, der Rückgang, Mai nochmal Erholung. Und jetzt geht Europa, ist jetzt besser gelaufen in den letzten 3 Monaten, geht aber stärker runter. Und das ist... ist so, die Amerikaner beherrschen den Markt. Die haben einfach 50% oder 60% des Weltvermögens in Aktien, ist in Amerika, wird gehandelt. Die Vermögensverwalter haben den größten Anteil an den Kursbewegungen. Und wenn die Amerikaner glauben, es kann eng werden am Aktienmarkt, verkaufen die erstmal Europa. Und wenn es gut läuft, brauchen sie relativ lang, bis in Europa einsteigen. Auch hier wurde gesehen, auch letzten Monat haben amerikanische Vermögensverwalter in Europa investiert, weil sie gesehen haben, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist gut. Da war der Optimismus auch noch etwas größer. Jetzt kommen etwas Sorgen, dass die Zinsen vielleicht doch nicht gesenkt werden, dass die FED und die EZB die Zinsen doch noch nicht so stark senken. Und es gibt die Sorge, dass vor allem die Inflation, das ist die größte Sorge eigentlich von allen, dass die Inflation wieder steigen könnte. So, deswegen haben wir jetzt hier wieder den Wechsel, also im Mai erst diese Hoffnung, aha, die Inflation kommt runter, Zinsen werden gesenkt und jetzt geht es bergab. Und jetzt die Frage, kommt jetzt gleich der Crash oder nicht? Dazu brauchen wir aber noch mehr Informationen. Aber vom Chart her, wenn wir uns das angucken auf einen Monat noch, dann sehen wir hier einen Bogen und jetzt gut, heute geht es jetzt ziemlich gut runter. Amerika ist ja noch nicht offen jetzt. Das wird erst in einer halben Stunde geöffnet. Da wird es wahrscheinlich aber auch runtergehen. Und da kann man jetzt natürlich noch nicht so richtig sehen, ob das jetzt einfach nur die übliche Auf- und Abbewegung ist. Das ist ja immer die Frage, was kann ich aus dem Chart sehen? Und hier kann ich nicht deutlich sagen, dass jetzt der Crash kommt. Aber der Juni ist in der Regel ein schlechter Monat und besonders schlecht im US-Wahljahr. Dazu schauen Sie sich bitte das nächste Video an, das ich drehe, nämlich am Freitag oder nächste Woche Montag, zur Saisonalität im Juni. Was können wir im Juni saisonal erwarten? Ganz wichtig, abonnieren Sie am besten den Kanal und schauen Sie sich das Video an. Da gehe ich explizit genau darauf ein, warum die Saisonalität auch sagt, der Juni wird schlecht werden. Und ich kann mir gut vorstellen,
dass im Juni tatsächlich eine Korrektur kommt. Und zwar eine gesunde kleine Korrektur und dass der Crash aber erst im Herbst kommt. Das ist so mein Eindruck vom Markt. Wir schauen uns noch ein paar Sachen an, nämlich die Umfrage. Und die ist dann schon etwas optimistisch. Das war jetzt am 22.05. Da haben amerikanische Investoren gesagt, 47%, dass die Kurse steigen werden, 26,6% neutral und 26,3% sind pessimistisch. Das ist ein extrem optimistisches Bild und dieser Indikator, der ist für mich ein Kontraindikator. Wenn alle so optimistisch sind, alle sind investiert, wer soll dann neue Aktien kaufen? Wer soll dann neu kaufen, damit die Kurse steigen können? Keiner mehr, ist keiner mehr da. Und deswegen ist das mein erstes Indiz, dass ich sage, im Juni sieht es eher schlecht aus, vor allem wenn man die Saisonalität noch im Juni betrachtet. Und dann schauen wir uns noch die Investitionsquote der amerikanischen Anleger an. Warum amerikanisch? Ist ganz klar, dort ist das Geld, die bestimmen die Kurse. Ich muss wissen, wie die amerikanischen Investoren, vor allem die Profis, dort ticken. Dann kann ich hier abschätzen, ob es nach oben oder nach unten geht. Und hier sehen wir, dass wieder investiert worden ist. Es gab hier dieses Gap, deswegen sind die Kurse runtergegangen. Die Aktienquote ist fast auf unter 60% gesunken hier im April. Und dann wurde nachinvestiert und jetzt wurde letzte Woche auch nochmal nachinvestiert bei 94,45 und das bei, ja, Seitwärtsbewegung. Also Volumen gehen hoch, Kurse gehen runter, ja, also das ist auch nicht so das tolle Zeichen oder bleiben stehen. Schauen wir uns dazu den Angst- und Gierfaktor noch an. Das ist auch ganz interessant und das ist so der letzte Index, der mir sagt, ja, jetzt ist mal Luft aus dem Markt, es ist zu weit gelaufen, es wird eine Korrektur geben im Juni. Also ich sage sowas sehr ungern, ja, also weil man wer nie weiß, sage ich mal, also jede Annahme ist ja immer fehlerbehaftet, wir können ja nie in die Zukunft gucken. Aber mein Eindruck im Moment ist schon relativ stark, dass wir einen schlechten Juni bekommen. Noch kein Crash, den erwarte ich erst später. So, dann haben wir hier den Angst- und Gier-Index. Den gehen wir nicht im Einzelnen durch, aber wir waren hier auf Gier. Er ist gestiegen in die Mitte von Gier und kommt jetzt wieder zurück. Und was mir da am meisten auffällt, ist, die Kursbewegung ist klar, das wird hier flacher, okay, ja, heißt nichts. Der Markt ruht sich auch gern mal aus in der Aufwärtsbewegung, aber Stock Price Strength, also wie viele Aktien steigen. Hier hat man gehofft, dass es noch ein breiterer Markt wird, aber das kommt jetzt zurück. Das heißt, es sind immer weniger Aktien, die den S&P 500 nach oben schieben. Also eigentlich besonders die Großen tun das noch, aber viele Kleine nicht. Und auch die Volumina sind gesunken. Wir haben ja gesehen, die Institutionellen sind mit einer kleinen Menge reingegangen, also kleine Volumen, die aber vom Kurs her jetzt gar nicht so viel bewirkt haben. Deswegen ist das auch ein Angstfaktor, also ein schlechter Faktor. Was ein guter Faktor ist, muss man sagen, Put-Call-Ratio, das heißt, die meisten Anleger sind tatsächlich nach wie vor sehr optimistisch und das ist dann immer gefährlich. Ungefährlich ist, wenn alle pessimistisch sind, dann passiert meistens nichts. Auch, dass die Volatilität jetzt plötzlich so schnell hochschlägt, auch das ist ein Warnzeichen und der Unterschied zwischen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, auch der zeigt Angst am Markt an. Ja, also das sind meine Indizes. Da muss ich ganz klar ein Fazit machen. Wenn man jetzt die Saisonalität noch betrachtet, also bitte Kanal abonnieren und schauen Sie sich das Saisonalitätsvideo an, das ich demnächst veröffentliche. Da weiß man, dass in US-Wahljahren der Juni schlecht ist. In der Regel ist der Juni sowieso schon kein guter Monat. Aber in US-Wahljahren auch. Und wenn ich jetzt die Indizes mir noch alle angucke, die hohe Investitionsquote, die Inflation, die nicht runterkommt, also da haben wir einfach zu viele Baustellen, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass wir im Juni einen sehr guten Monat bekommen. Ich habe ja zwei Zertifikate, die machen Sell im May, die sind schon draußen. Und ich habe noch zwei Zertifikate, also Anlagestrategien, die saisonal sind, mit denen ich jetzt gleich rausgehen könnte. Mache ich aber nicht, weil ich denke, dass wir einen sehr guten Juli bekommen werden. Warum erfahren Sie im nächsten Video? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald, Ihr Thomas Hupp.